Hallo Leute. Ich habe jetzt zu Weihnachten von Santa Claus LS 2013 geschenkt bekommen. Jetzt muss ich das natürlich auch mal ausprobieren, was er mir da geschenkt hat. Also habe ich mir den Menschen gleich mal rangeholt. Hallo Santa. Ja, hallo. So, dann werden wir gleich mal gucken, was ich da so alles rauskitzeln kann, beziehungsweise ob ich damit überhaupt umkann. Was weiß ich, was man hier machen kann, Traktor fahren oder so. So, wenn ich es richtig verstanden habe, hat Santa jetzt ein Multiplayer-Spiel für uns vorbereitet. Das werde ich jetzt mal suchen. Spiel beitreten. Wo muss ich denn jetzt suchen? Deutschland, Kontinent, Deutschland. Europe. Okay, Deutschland. Dann ganz viele Server. Unten ist jetzt Filter. Filter. Da trittst du meinen Namen ein. Okay, ich schreibe Santa Claus. 1983 oder so? Nee, das muss nicht unbedingt dabei stehen. Ups, was macht denn das Zeichen denn? So. Speichern? Speichern. Ja. Ah, Westbridge Hills. Zwei Spieler. Deutsch, Details. Okay, sehr viele Details hier drin. Dann muss ich jetzt hier auf Start drücken oder muss ich noch irgendwelche Mods laden? Nein, du musst auf Start drücken, das Add-on hast du. Ich habe extra keine Mods geladen, weil du die noch nicht drin hast. Okay, verbinde. Bitte warten. Westbridge Hills. Okay, ganz viele Informationen. Ja. Okay. Bist du schon drin? Nein, er lädt. Ich lese hier so irgendwelche Sachen. Ach so, jetzt kommt. Da steht synchronisiere Daten mit anderen Spielern. Also, der wollte mir das Ding will mir einfach erzählen, dass ich keine Ahnung habe. Dass er mir erstmal das zeigen muss. So, also ich bin total der Noob in diesem Spiel. Ich habe das noch nie gespielt, weder gehabt, noch probiert zu spielen oder sonst irgendwas. Ich habe mir auch keine Videos davon angeguckt. Das ist Neuland. Das ist so, wie für Merkel das Internet, einfach Neuland. Gut, wenn ich das richtig gehört habe, brauche ich jetzt neben meinem Lenkrad, also wir haben mein Lenkrad hier noch konfiguriert, meine Tastatur, die werde ich jetzt nochmal... Ich habe noch nie neben meinem Lenkrad meine Tastatur gehabt. Mal gucken, ob das passt. Irgendwie wird es gehen. Dazwischen noch die Maus gequetscht. Start. Ich kann darauf drücken. Darf ich? Ja, kannst du drauf drücken. Okay. Oh mein Gott. Grafik. Krass. Okay. Also wir sind hier gespawnt irgendwo in der Pampa, würde ich das mal so sagen. Als Bauer muss ich mich ja jetzt betiteln. Ja, ich habe mir auch schon in Wirklichkeit hier Gummistiefel angezogen, damit er ein bisschen quietscht. So, okay. Gut. Wo bist du denn? Ich bin hier. Da hinten. Kann ich meine Maus hier ein bisschen schneller stellen? Geht das? Ich hab's noch nicht gemacht. Das geht im Game, geht das glaube ich nicht. Okay. Nee. Da hinten laufen. Was bist du denn jetzt? Bist du ein Vieh oder bist du so ein Landbauer hier? So ein Farmer? Also ich sehe genauso aus wie du. Das heißt, du willst mir erzählen, ich habe auch so eine komische Hose von Strauß an hier, oder? Okay. Richtig. Alles klar. Das sieht sehr lustig aus, wie du läufst. Okay, sprinten kann man auch. Also läufst du auch. Wenn du die Großschreibetaste drückst, dann kannst du halt schneller laufen. Ich sehe das gerade. Das sieht hoch. Wir machen mal Abkürzung. Okay. Ich bin gerade ein bisschen überwältigt von dieser doch gar nicht so knacken Grafik hier. Ich habe mir das echt schlimmer vorgestellt. Eigentlich voll klar. Also wir sehen hier so ein bisschen so Touch von Fachwerkhaus und ein paar Lagerhallen. Da steht jetzt nicht so viel, aber ist ja auch ein Feld, ne? Das wollen wir ja bewirtschaften. So. Also hier haben wir erstmal unsere Traktoren. Wo stehst denn du? Ach da. Ja, hier neben dir. Hallo. Also hier haben wir unsere Traktoren. Okay. Ja? Wenn du die Tab-Taste drückst, kannst du durch die einzelnen Traktoren durchseppen. Ich sitz drin. Wenn du jedes Mal drückst, dann springst du in einen anderen Traktor. Geht der automatisch an? Fahrt. Ja. Was ist das? Sag bitte, wirst du lachen. Das ist ein So, kannst du erstmal mit der E-Taste wieder aussteigen? E wie einsteigen und E wie aussteigen. Also, hängermäßig haben wir verschiedene. Das ist jetzt besonders. Nein, da kannst du nicht reintappen, den kannst du aber später anhängen. Haben wir verschiedene Fahrzeuge. Aus dem Emsland? Emsland? Nein, haben wir verschiedene Hänger, aber das ist momentan der kleinste. Und die laden alles, was hier an Früchten da sind. Also sprich, sag schon hier Zuckerrüben, Kartoffeln. Nee, ich mal nach rechts, da steht das. Rechts? Ja, hinter dir steht auch was. Oh, achso.
Nee. Das sind nochmal zwei Lager, doch. Das oben ist Weizen, so. Gerste, Raps und Mais. Okay. Dann hast du dort hinten Zuckerrüben und Kartoffeln. So, das ist unsere Saatmaschine, die kleinste. Ja. Die musst du auffüllen, da hinten siehst du doch die Paletten. Wenn ich jetzt mal umdrehe, siehst du doch die Paletten. Ja. Da füllst du die Saatmaschine auf, wenn du einen Düngerstreuer hast, an dem wunderschönen blauen Kanister, der da drüben steht. In der Richtung da. Okay, da ist Gülle drin. Nee, da ist Dünger. Das ist Kunstdünger. Gülle, Kunstdünger. Zeige ich dir, ja. Kunstscheiße. Ja. Okay. Dann halt Flug und Grupper dürftest du ja, denke ich mal, kennen. Ja, ein Flug hier. Ja, das ist ein Flug. Das also, da, und das ist ein Grupper hier, oder was? Jetzt muss ich mal, ist aus Jüd, okay. Kannst du nicht machen. Nicht, dass du Felder erstellen tust und dann erstmal ein Riesenfeld noch größer machst. So. Ist das jetzt ein Grupper hier? Das ist ein Grupper. Was kann denn ein Grupper? Ja, Grubber. Der macht das eigentlich das gleiche wie im Flug, bloß der Flug macht es tiefer. Der geht tiefer in die Erdschichten rein. So, wenn du willst, kannst du dir erstmal da drüben. Oder jetzt die andere Frage, möchtest du Drescher oder Trecker fahren? Na, Traktor natürlich. Erstmal der klassische Bauer mit dem Traktor, ja? Nee, du kannst auch Drescher fahren, aber Drescher fahren, da hast du wenigstens mehr zu tun, als wir jetzt hier mit dem Traktor fahren, weil da wartest du nämlich, bis der Drescher erst voll ist. Okay, nee, nicht dann bei vorne. Oh Gott, du rennst immer so schnell, das sieht ein bisschen lustig aus. Also ja, das muss ein anstrengender Job sein, den du hast. Du hast voll den, ja, du siehst ein bisschen aus wie der mal damals an der Glocke immer gezogen hat. Ja, krummer Rücken. Ja. So, hier haben wir unseren kleinsten Drescher. Wie alt ist der? Es ist so. Ein Fahr, das erkenne ich auf einen Blick, das ist eindeutig ein Fahr. Eine M66. Ja, da steigst du jetzt mal bitte ein. Mit E, ja, sagtest du, oder mit Tab? Ja, nee, mit E. Wenn du davor stehst, kannst du mit E. Jetzt drückst du die Q-Taste. Oder auf deinem Lenkrad hier für ankoppeln. Oh mein Gott. So, drückst jetzt die B-Taste. Erstmal gucken, ob dein Lenkrad richtig funktioniert. Lenk mal nach rechts und links. Ja, lenk. Also nach links geht's schon mal. Rechts okay, geht's auch. Das läuft also. Irgendwie falsch. Nee, ist das rechts? Achso, natürlich, das ist ja auch hinten lenk. Okay, alles klar? Ja. So. Wenn du willst, kannst du losfahren, aber am besten fährst du mit Tempomat Stufe 2. Also entweder Tastatur auf die 2 drücken oder halt, wo du es auf den Lenkrad eingestellt hast. Lenkrad 2. Zeig dir mir das an, dass ich welchen Tempomat ich drin hab? Nee, du hast auf der rechten Seite hast die Geschwindigkeitsstufen, also er zeigt dir nicht genau an, aber du darfst nicht mehr als 16 km/h, die Karre fährt nur 10 km/h oder so. Wie lag das bei mir ein bisschen? Ah, jetzt geht's. Okay, aber, Moment. Muss ich denn jetzt gar nicht selbst Gas geben, oder was? Ich gehe hier vor, selbst Gas geben Scheiß. Brauchst du gerade nicht, aber du musst ordentlich lenken, also das ist halt, okay. Dass du nicht die ganze Zeit auf dem Ding, weil du kriegst sonst einen übelsten Fußkrampf. Gut, so effizient bin ich jetzt nicht. Ja, aber das kriegen wir noch hin. Das reicht ich auch nicht. Kann ja, ich mir das klar. Vielleicht ist das sinnvoll, wenn ich mir das von vorne anmache. Durch jeden Fall. Na guck mal, jetzt haben wir das doch. Was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich eine Raub gehen währenddessen, oder? Nein, du musst wieder umdrehen. Moment, da kriegt der Geld für, der Mensch, dass er drauf sitzt. Ja. Okay. Ist im richtigen Leben auch nur so. Und die fahren mit GPS. Okay. Ist ja nicht einfach, so ein Ding zu lenken. Merkt das ja hier. Also Respekt an die Leute, die das in Wirklichkeit echt können. Wie weit geht das noch? Das geht nur bis hier oben an die Ecke, das Feld, ne? Ja. Muss ich dann in einem Zug... Moment mal, kann ich das dann absetzen? Oder was läuft das dann weiter? Nee, das läuft normal weiter. Wenn du es richtig real-life-mäßig spielen möchtest, müsstest du jetzt die V-Taste drücken oder so, wo du es zugewiesen hast auf dein Lenkrad, dass das Schneidwerk sich hochhebt. Kurz anhalten, das sind hier das komplette Stroh. Auf dem Ding liegen bleiben. Oh. Okay, das so. Sah glaube ich gar nicht jetzt so scheiße aus. Jetzt drückst du mal bitte die O-Taste. Oh, das lackt ein bisschen bei mir, ich weiß nicht warum. Sie fahren zu schnell für diesen Server, nee, keine Ahnung. Es kann sein, dass es, nicht zu schnell, du fährst zu schnell fürs Ernten. Das kann aber sein, weil ich halt nicht so eine gute Leitung habe. Oh. Ich habe nur eine 6000er Leitung, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, okay, und jetzt arbeiten wir hier miteinander. Ja, Vorsicht, nicht, dass du mir in die Bahn fährst. Nein, ich mache das schon Jahre, seit LS gibt, spiel ich schon. Nee, aber du musst ja daran denken, dass ich hier, ich fahre ja jetzt nicht so sensibel. Nein, ich halte schon Abstand, keine Ahnung. Ich habe das schon real-life-mäßig gemacht.
Da fahren 5 Minuten. Ich fahr gerade, ne? Also ich lasse das Ding da hinten auch einfach so, ich fahr einfach gerade durch. Ja, ja, war eigentlich. Was ist denn jetzt, wenn wir hier jetzt gegeneinander fahren? Geht das Ding dann kaputt? Ich wollte gerade fahren. Ich hab gesagt, ich blockiere das, was ich an Scheiße gebaut habe. Passiert gar nicht. Also die Dinger gehen nicht kaputt. Es gibt aber Mod dafür, dass die Dinger Schaden bekommen. Alles aber klar. Das ist halt links, aber wir spielen halt gerade mal ohne Mod. V wieder, oder? Ja, du kannst auch von der Schneidwerk normal weiterlaufen lassen. Okay, aber muss halt... So, jetzt muss ich hier mal rum, ne? Rum im Arsch. Ja. Das ist aber eine enge Aktion hier, alter Schwede. So, dann werden wir das jetzt noch was ändern. Dann kommst du mal kurz mit zum Hof. Boah. Dann werden wir das mal ein bisschen ändern, weil der kleine Sitzer, ich sehe, du lernst langsam ordentlich, da werden wir dir mal ein großes Geschoss holen. Bleib mal kurz stehen. Jetzt haben wir das, was ich vorhin gefahren habe, die erste Reihe, die war jetzt voll ineffizient. Was kann man denn da machen, damit man das auch kriegt? Ja, nochmal drüber fahren. Achso, das ist jetzt einfach geschrotet und nicht einfach rum. Ah nee, das ist tot, das wird eingesammelt, das ist für die Tiere zum Einstreuen. Ja, ich meine, die erste Reihe, die wir gefahren haben, die erste Bahn, die ist ja jetzt ein bisschen... Die liegt da unten, gelb jetzt auf der Erde, meinst du? Die könnte man wieder aufheben, oder was? Nee, das wird eingesammelt und dann wird es halt zum Einstreuen für die Kühe genommen. Okay, wo soll ich hin? Und was soll ich machen? Moment. Kann ich irgendwie anhalten? Ja. Bremse drücken? Er fährt ja gleich rückwärts. Hallo? Nee, ich muss nur loslassen, die Taste. Komm mal kurz mit. Okay. So, stellst du deinen... Nicht so schnell. Jetzt stellst du deinen kleinen Fahr hier auf die Seite und wächst jetzt mal in einen größeren. Ich hab Angst. Wo soll ich denn hinstellen? Denn irgendwo auf dem Boot, wo du lustig bist. Okay, das ist wieder so typisch, das Handy klingelt. Nö, jetzt nicht, private Nummer. Geht gar nicht los. Das Handy klingelt immer noch. Oh. So. Drücke mal die B-Taste, oder wenn du aussteigst, geht eigentlich alles aus. Bei dem Fahrzeug ist das im Glück so. So, okay. E-Taste drücken zum Aussteigen. So, das dann habe ich dir jetzt mal was Größeres geholt. Ach, du ahnst das nicht. Was ist das? Das ist ein Case. Ja, da steht drauf, ein Case 3, nee, Case I. Terra Flex. Das ist, der Terra heißt nur, dass der halt die Ketten hat. Okay, Terra, so, den darfst du jetzt fahren, wenn du möchtest. Ja, was macht denn der jetzt? Der macht eigentlich fast das gleiche wie der Kleine. Bloß halt größer. Fast. Ist der auch schneller? Oder ist der jetzt... Ja, der ist schneller. Okay, und wie sieht das aus? So Gelände, also ich meine so wendekreismäßig, reißt das Ding doch voll was weg gleich, oder nicht? Möchtest du nicht wissen. Ah, nee, manchmal ist es schlimmer. So, du musst aber das Schneidwerk hier vorne anhängen. Du musst das Schneidwerk auch mitnehmen. Ich will dich nicht umfahren. Wo muss ich ranhängen? Wo muss ich das ranhängen, das Ding? Wo klinke ich den an? Hinten am Hintern. Ja gut, aber wo ist denn die Seite, die ich da ankapseln kann? Die rote Seite. Da wo du stehst. Hier wo ich stehe, ist die Deichsel. Ah, ich ziehe das erstmal, das Ding, okay. Wie hänge ich das denn hinterher? An? Du fährst erstmal zurück zu mir. Und dann kommt ein Symbol auf der rechten Seite. So ein kleines Viereck mit irgendeinem Schnörkel. Geh da weg. Ich habe Angst, dass ich dich umfahre. Nee, du fährst mich nicht um. Ich habe keine Kolli. Ich habe keine Kollision. Also ich würde hier in dem... Ich muss mich da richtig vorstellen, ja? Ja, du kannst ja nicht einfach hinten ran und dann packst du das Ding dran. Du musst da richtig rangieren. Das ist ja... Ach, du ahnst das nicht. Oh, der Baum. Mein Freund, der Baum ist gleich tot. Er starb, weil ich ernten wollte. Ja Gott, das kann sich kein Mensch vorstellen, wie kompliziert das ist hier. Das reicht noch nicht, ne? Das ist noch nicht gerade. Weiter. Wenn jetzt eine Taste kommt, mit Q drücken. Nee. Stück vor. Oh, der hat aber auch Wumms, Ding hier. Ja, du sollst ja auch mal was Ordentliches haben als diesen Kleinen, der immer noch langsam fährt. Kann ich nicht mit der Kupplung arbeiten oder so? Nee, Kupplung kannst du leider nicht. Gibt's ja gar nicht, alles, ne? Alles Automatik. Ein moderner Bauernhof. So, halt. Der steht jetzt C. Was steht denn da? Kuppel? Ach, das ist Kuppel mit Q. Ja. Hast gesehen? Ich hab den dran.
Ja, so, und jetzt fährst du wieder auf, jetzt fährst du wieder auf das gleiche Feld, wo wir waren. Komm ich da in einen Zug rum mit dem Ding? Musst du probieren? Kann ich den kaputt machen, wenn ich zu eng fahre? Was? Oder schiebt er sich einfach nur? Nein, du machst nichts kaputt. Du machst nichts kaputt. Du machst nichts kaputt. Ich habe voll Angst, dass ich hier irgendwie deinen Hof kaputt fahre. Okay, das ist nichts. Der Hof ist jetzt nur erstellt worden für dich zum Testen, also brauchst du keine Angst haben, wenn irgendwas kaputt geht. Die gibt's also nirgendwo, das ist nicht wie eine Voodoo-Puppe, dass da jetzt irgendeiner unterleiden muss oder so. Nein, nein, die gibt's nirgendwo, das ist einfach nur safe gemacht. Oh, ich bin voll gegen gefahren. Ja, der hat einen Kampfradius in diesem Panzer. Alter Schwede, ich fahr die ganze Zeit gegen das Ding dagegen. Jetzt häng ich damit. Soll ich dir mal helfen? Ich muss noch mal kurz probieren. Ich hänge mit dem hinteren Teil im Baum drin. Ich ja, bin da voll festgefahren. Wenn nicht, müssen wir die rabiate Lösung nehmen. Ich muss dich ein bisschen rumschieben. Ich hab jetzt schon das Ding kaputt gemacht. Nein, das ist nicht. Ich fahre jetzt rückwärts da raus, das wird zu anstrengend. Ja. Brauchst mich nicht schieben. Krieg ja, das ist ja okay. Ist ja okay. Aber warum hängt der da so komisch jetzt dran? Dreht sich das Ding auch wieder? Ja, das zieht sich hinterher, das ist mit einer Drehschäme. Ah, es ist ein Drehschäme. Ja gut, dann weiß ich, ob ich dazu fahren habe hier. Das ist ja wie beim LKW. Da meint er auch nicht. So, du kannst da ist oben aber schnell, auch, das Ding. Du kannst da oben auch links lang fahren und biegst dann die nächste Kreuzung wieder links rein. Okay, wie schnell kann ich mit dem Ding fahren, ohne dass mir das da oben geht, um die Ohren fliegt? Normal 30, also der zieht hoch bis 30, denke ich mal, glaube ich noch, weiß ich nicht. Okay, hier hinten, rechts rum, über den Feldweg, oder? Jetzt bist du gerade... Muss ich blinken? Bin ich falsch? Nein, muss ich nicht. Nein, bitte nicht, kannst mal weiterfahren. Okay. Das ist ja nicht ohne hier, ne? Weiter noch, oder was? Ja, ne, bis du wieder bei dem Feld bist. Warte mal, okay. Ich weiß nicht, Alter. Das ist aber schon eine etwas teurere Klasse hier, ne? Ja, kostet im Einkauf 350.000 oder so. Mit dem Teil hinten dran, mit der Maschine? Nein, nur der Drescher alleine. Hier jetzt rechts rein. Ich blinke jetzt, imaginär, ja? Ja, die haben leider keinen Blinker, Mods haben Blinker. So, schiebst du das so hin, wie du haben willst, nicht gleich aufs Feld zu fahren? Oder, ja, du kannst auch so ziehen. Warte, muss das mit dem Schwarzen nach vorne zu der arbeitenden Seite? Sozusagen, du koppelst dann auf der Seite hier an, wo ich jetzt stehe. Ja, ich weiß, ich fliege, ist bei LS möglich. Warte mal, nochmal, also schiebe ich das Ding vor mir her? Ja. Gut, okay, und ich klank das an der roten Seite mittig an? Ja. Gut, alles klar. Mal wissen, wie ich das Ding aufzustellen habe hier. Erstmal nicht, dass das Teil nachher falsch steht, ich denke, dass ich da links oder sowas halte. Nee, du hättest doch jetzt so stehen bleiben können, du musst nur abkoppeln. Einfach cool. Ach so. Wenn okay. Er auf dem brauchst du einfach nur abkuppeln. Musst du wieder Q drücken zum Abkuppeln. Gut. So. Wenn du jetzt dass du auf dem Fahrzeug bist, mit G kannst du nochmal die Fahrzeuge extra durchschalten, weil es gibt verschiedene Funktionen. Drücke jetzt mal bitte M noch, dass du in den Fahrzeug in den Transportmodus. Musst du mal gucken, da müsste oben Transportmodus und Dings da. Ah ne, dann klappt erst, wenn du das Schneidwerk anhängen kannst. Ja, bloß weg, fahr ich um, ich sag dir das. Nein, machst du nicht. Bin auch nicht so der Profi-Landwirt hier. Ach. Ist ja ein bisschen, es ist ja cool, dass man das auch von der anderen Seite sehen kann. So. Und dann wollen wir das auch so, dass das in Wirklichkeit ist, ne? Dass das auch einigermaßen so aussieht, als wenn es so gehören würde. Mhm. Yeah. Na komm. So. Okay. So, jetzt drückst du mal bitte so X. So ungefähr. X. Und zack, fahren jetzt die Räder ein. Okay. Das ist sozusagen der Schneidwerkswagen ist mit am Schneidwerk dran. Ist klar. So, und jetzt gehst du eigentlich die normalen Arbeiten durch wie bei dem Kleingrad. Wie soll ich da mit dem riesen Ding da rumkommen? Boah, das gute Haus.
So, warte. Wie werfe ich das Ding erst noch an? Lass mich kurz überlegen. B-Taste? Was? Die B-Taste? B, wie Betrieb, ja? Mhm. Also die nächsten. Irgendwas falsch? Hm. Bist du auf dem Fahrzeug oder auf dem Schneidwerk? Ja, du bist auf dem Schneidwerk. Drücke mal bitte auf Fahrzeug, also G drücken. Geräteauswahl, okay. Ja, ja, da kannst du dann nochmal hin und her schalten zwischen den Geräten. Jetzt, da siehst du auch der Anbautank. Was macht der da? Ja, der hat einen Tank oben geöffnet. Ein Bunker, wie man so schön sagt. Okay. Ich bin aufpassen, dass ich das Haus nicht wegholze mit dem Ding hinten dran, ne? Ja, ist das Teil, das Motion Border? Was, welches Rohr? Das, was da hinten aussieht? Hallo. Ja, das ist einfach nur das Abtankrohr. Das heißt eigentlich nur Rohr. Rohr, ja, das ist das Rohr. Rohr. Professionell, kann ich das ablassen, runter, oder macht er das schon? Nee, das macht er automatisch, macht das nicht, aber du bist dann eigentlich voll. Und du kannst dann auch einstellen mit der Maus, also bei denen ist es jetzt zum Beispiel so gemacht, dass du das einstellen kannst, wenn der sozusagen fertig zum Abtanken kommt, also der dich ablädt, abbunkert, wie man es richtig sagt, dass der... Tankbetrieb, damit er das wieder bei mir drin lässt, oder wie läuft das dann? Nee, das ist, dass du das einstellen kannst, wenn der weiter weg ist von dir. dann kannst du einstellen, wie weit der... Das, wie soll man sagen, wenn er weiter weg ist, kannst du einstellen die Weite, dass er halt weiter weg sprüht. Wurfweite? Ja, die Wurfweite. Ah, ist klar, also. Ist klar. Kam jetzt nicht drauf. Man macht ja nichts, das ist nicht so gut. Ja. B. So. Muss ich dabei irgendwie mal rum, ja? Okay, irgendwie lag das bei mir gerade. Sau. Das könnte vielleicht daran liegen, dass du den Server gehostet hast, oder? Ja. Okay, nicht, dass ich hier was kaputt mache. Das werden wir später mal. Kaputt. Steht der jetzt? Ich muss ein bisschen warten, bis ich das eingependelt habe hier. Jetzt geht's wieder. Das ist noch nicht bestellt, das Feld, ne? Da kann ich nochmal raufheizen, oder? Ja, da kannst du nicht raufheizen. Tu mir mal die Pfeile. Oh! Halt mal an. Ich dachte, er hebt ab. Das sah voll komisch aus. Tu mir mal die Pfeilen. Halt mal kurz an. Ja. Und drücke mal kurz Escape. Dann müsstest du jetzt das sehen. Info. Ja. Dann drückst du einmal oben, einmal nach rechts. Kartenansicht. Richtig. Da siehst du, wie groß die Karte hier ist. Und auf welchem Feld, das kleine grüne Feld, wo wir gerade sind. Was da so mit der 16. Da sind das, wir gerade. Ah, okay. Alles klar. Und da siehst du mal, wie groß die Karte überhaupt ist. Ach, du ahnst das nicht. Na gut, dass man das nicht alleine spielen sollte, das kann ich schon verstehen. Also, naja, es sind 21 Felder. Okay. Weiterspielen? Ja, jetzt kannst du doch immer weitermachen. Ich wollte nur die Größe zeigen, wie... Okay. Und wir spielen ja halt mit mehreren. Und da siehst du halt, dass halt zum Beispiel jetzt zwischen Abtanken... Und so bei den großen Feldern ist das zum Beispiel, machen wir es mit einem Überladewagen. Ganz ruhig fahren. Ich hab mir das gemerkt. Pass auf, ich hau dich da weg. Mach doch. Lass draußen, fahr einfach los. Am besten drückst du 2. Ich dachte, zu schnell, ne? Das war zu schnell. Okay, ja, ich hab den Tempomat nicht drin. Also mit 2 kann man anscheinend nicht arbeiten, oder ist das schon zu schnell? Mit 2 kann man anständig arbeiten, da kann ich nämlich die 4 drücken und fahre konstante Geschwindigkeit neben dir her. Alles klar. Das sind so die internen Bauerabsprachen, die kenne ich noch nicht. Hier? Ich mache jetzt gar nichts. Drücke keinen Gas, okay. Und sowas und lenken, gut, okay, die lenken muss ich, aber ich halte halt die Geschwindigkeit, die du hast. Den kann man. Okay. Und bei Mod dieser Zugibs, da gibt es halt drinnen noch Laser mit Laseranzeige, dass du die Spur halten tust und alles mögliche. Also da wird es richtig so professionell. So wie in Wirklichkeit, ja? So, das, wie die Profibauern das machen. Der blinkt ja. Hier jetzt rechts bei mir ganz wild. Was? Blinkt wo? Ja, da ist so ein Emblem mit so einem, ich sag mal, mit so einem Sträuchlein da halt, ne? Ach, innen drinnen, hast du gerade innen an sich? Nee. Ja, nicht?
aus. Wie kann ich ihn in C? Oh, so. Oh, das ist ja cool. Jetzt lag das schon wieder, okay. Da kann ich mir doch was nicht so gut. Jetzt fahr ich schon neben das Feld, ne? Ja, ich glaube jetzt nicht. Okay, ich muss ist ja nur erstmal für dich. Okay. Ist ja für dich eine Einführung, also das Rohr kannst du wieder einfahren. Ja, normalerweise muss man hier in einem Schwung rum, damit sich das richtig lohnt, ne? Wenn ich hier jetzt produktiv arbeiten will? Nee, kannst du im richtigen Leben auch nicht machen. Normal machen wir das eigentlich mit Vorgewende, das heißt einmal im Kreis drumherum. Großen und dann Kreis. Und dann einmal hoch und runter. Okay, so, wie mache ich das denn jetzt? Jetzt kannst du ja nicht links von mir fahren. Einfach so, wie es ist? Nee, ich fahre gar nicht dorthin, weil du deswegen hast du ja den Korntank, den du oben drin hast. Ach, das, holt, das, lange, das reicht für das, eine so eine Fahrt? Nee, nicht für eine. Du kannst eigentlich lange fahren. Und wenn du halt bei 80% bist, dann machst du die Rundumleuchte an. Die liegt auf der Ende-Taste, Post 1-Taste, auf der Tastatur. Und da kann musst du mal drücken, da geht Rundumleuchte bei deinem Fahrzeug an. Nee, 1, Numpad? Nee, Post 1. Position 1. Position 1. Achtung, hier bin ich. Und dann wissen die anderen Bescheid, dass der jetzt abgetankt werden muss. Richtig. Im normalen Sinne schon. Aber Teamspeak-mäßig kann man sich absprechen, kann man sagen, hier, ich also bin bei 80%. Ja, funkmäßig. Dann, ich bin bei 80%, tanke ich ab. Aber im richtigen Leben, sobald Rundumleuchte gehen bei 80% automatisch an, ja. Dann sieht der Abfahrer, zum Beispiel meine Wenigkeit, hier, der wird voll. Und dann wird abgetankt, weil aber meistens ist es so, in den Saat wird gar nicht reingefahren, im Real Life wird die ja kaputt gemacht. Ja. Und das wollen wir im Spiel halt auch geben, dass es halt, dass man da nicht in den Saat reinfahren tut. Alles klar. Es gibt aber auch schon wieder Erweiterungen dafür, dass wenn man mit dem Fahrzeug in den Saat reinfährt, dass es auch kaputt macht. Habe ich hier jetzt aber nicht drin. Okay. Weil das zählt wieder als Mod. Alles klar. Achso, okay. Sehe ich da rechts unten im Hub, sehe ich da, also die zweite Füllanzeige ist mein Tank. Richtig, der gelbe ist dein Tank, der obere ist deine Geschwindigkeit, dann drunter dein Benzin und dann halt dein Geld. Okay, ist das mein Geld oder unser Geld? Die 0 Euro, die du siehst? Ja. Das ist dein Geld. Da bist du aber ganz schön mager so in der Bezahlung, ne? Sieht die Leute ganz schön aus hier. Wie geht das? Wann verdient man denn Geld? Wenn man das in den Tank liefert oder wenn man es verkauft? Nein, wenn ich das freischalte. Also sprich, wenn ich jetzt, ich habe das, warte mal, ich muss mal gucken, wo ich das habe. Ach, ich habe vorhin speichern. Also kannst du das verkaufen? Läuft das? Wir bunkern das erstmal. Einmal kann man es nutzen für die Schweine, nicht für die Schweine, das ist ja auch unser Mod. Wir können das nutzen für die Kühe. Okay. Das Stroh nutzen wir für die Kühe. Der Weizen, das ist einfach nur Verkauf. Oder halt für Saatgut, aber das ist hier auch nicht möglich. Gras kann man sammeln und Milch wird verkauft. Und die ganzen Erntebestände hier, die werden halt verkauft. Alles klar. Aber hauptsächlich auf große Nachfrage. Weil dann kriegt man mehr Geld. Achso. Reicht dir das? Reicht dir das? Ja, wenn es jetzt das so weit fürs Dreschen ist, was ich hier mache, dann würde ich sagen, ja. Dann würde ich sagen, war das schon mal eine nette Einführungsrunde. Und dann bin ich auch gewillt, das Ganze mal weiterzumachen. Vielen Dank erstmal dafür. Kein Problem.